Weil ich jetzt eigentlich gar nicht weiß, warum ich hier hingeflogen bin, weil ich mich jetzt wieder mit dem jutischen Gesetz verwickelt habe. Da piept sogar die Spülmaschine. Das Schiff hatten wir gebaut, glaube ich, ja. So, da hatte ich das auf Screen, ne, hatte ich nicht. Doch, hatte ich, ach, die Folge habe ich ja weggeworfen, stimmt ja. Welcher Idiot hat das Ding hier, das Cockpit hier eigentlich falsch hingesetzt. Ich hatte übrigens mal aufgenommen, habe das aber verworfen, weil das Mist war. Wirklich, da habe ich dann am Ende der Folge gesagt, ich habe keine LAN mehr, Leute, nach 10 Minuten. Also das war ja wirklich gar nichts. Okay, wir gehen jetzt mal ein Stückchen nach oben. Und ich hasse das, Mann. So. Was war das denn? Irgendwas hat er gerade geklappt, ich habe es genau gehört. So, dann zeige ich euch mal dieses Experiment. Das sollte eigentlich nur so ein Schiff bestehend aus Triebwerken sein. Das Ding fliegt ganz schön schnell, aber weiß ich nicht. Es beschleunigt irgendwie noch nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Und jedes Triebwerk verursacht ja zusätzlich Ballast. Ich weiß nicht, ob das ab irgendeiner Triebwerksanzahl das nichts mehr bringt. Das wäre natürlich auch blöd, wenn ich da alles mit Triebwerken rankomme. Und dann bringt das überhaupt nichts, dann wollte ich jetzt hier noch ein paar dran setzen, das ist kein Problem, ich meine, ich biete dir auch mal ein bisschen Abwechslung von diesem Bauen und erzähle von mir, wo ich mal wieder die ganze Scheiße raushaue und das ganz schnell und das ist ganz blöd, oder? Und, das ist natürlich falsch gebaut. Das sind auf jeden Fall richtig krass viele Triebwerke. Das Problem bei dem Ding ist auch, dass es so gut wie, nein, nicht so gut wie manövrierunfähig ist, das Ding so gut wie manövrierunfähig, sondern er doch schon sehr träge beim Manövrieren ist und wenn ich ein schnelles Schiff haben will, dann will ich es auch schnell manövrieren können. Das heißt, wir werden da auch noch einiges ändern müssen. Ich sage betont wir, weil wir das jetzt machen. Wobei ich auch nicht weiß, das Ding, das bleibt ja überall hängen, man kann ja das gar nicht einsehen, man bräuchte so riesen Rückspiegel, Rückspiegel, ah! Mann! So. Hier irgendwie sowas. Da können wir die ganze Reihe von mir machen. Und hier auch. Wobei ich der Meinung bin, dass es hier viel mehr sind. Also, und diesen Infektionssimulator muss ich jetzt auch noch displayen. Oh, das ist so stressig. Ich weiß nicht, wie ich das für eine Zeit wieder schaffen soll. Ich habe den jetzt hier nämlich mal angespielt. Ich habe den jetzt mal angespielt und uiuiui, der ist ja nicht schlecht für 13,99 bei Steam, den habe ich mir da mal gegönnt von meinem Restgeld. Guck die Generatoren aus. Und dann werden wir natürlich hier auch noch welche dranhängen, direkt wenn wir hier sind. So. Das ist auf jeden Fall ein Schiff mit, nicht ein Schiff mit Triebwerken, sondern Triebwerken mit Schiff. Das Triebwerken mit Schiff, das könnte so eine Serie sein. Triebwerken mit Thomas. Achso, ich habe mein Virus da Thomas genannt, das war ein ganz gefährlicher. Der nächste heißt mit Sicherheit Rainer. Hau, das war ein Insider, schreibt ruhig auf, der kommt eindeutig da drin vor. Ja, ich sitze bestimmt ganz gespannt mit dem Blog jetzt gerade da. Ja. Oh Mann. Ja, wenn das nicht mal bedrohlich aus, also speichere lieber mal. Ich hab Angst vor dem Ding. Oder ist beim Speichern die Framerate eingebrochen? Muss man ganz aufpassen hier. Ach übrigens hier. Kennen Sie, kennt einen Sicherheitsberater hier?
Alter, das Ding lässt sich ja jetzt gar nicht mehr wenden. Was ist das denn? Also zu zeigen, wie beschleunigt das Ding. Wow! Warum sind meine Trägheitstemper wieder aus? Genau deswegen habe ich es gespeichert haben. Gibt es irgendwelche Schäden an dem Schiff? Ja, so eine Mini-Beule. Und das Ding fliegt einfach mal auseinander. Also die Stabilität ist fragwürdig, würde ich sagen. Das Ding soll auch eher zur Flucht dienen. Wobei ich sagen muss, dass ich meinen Trägheitstemper wieder... Hä? Ah, die treiben weg. Ach so, ich habe ihn gedacht. Wobei ich gedacht hatte, dass wir tatsächlich gerade, also dass das Ding zur Flucht geeignet wäre. Tut mir leid, ich muss jetzt gerade wieder mal zurückmachen. Ihr wisst ja, wie es ist. Orte zu entdecken und Dinge zu tun, die noch niemand zuvor getan hat. Das ist, worum es im Leben geht. Michael Collins, halt's Maul. Nee, keine Ahnung. Entschuldigung, Michael Collins. April, wir haben ja den ersten, zweiten, was, nix, oh, hier steht tatsächlich noch drin rum, so, sie sieht, meine frierfähig aus, ist es aber nicht, also, das können wir ja vergessen, da kann ich ja gerade nochmal zeigen, wer die anderen Folgen nicht gesehen hat. Ui. Hier ist Konstrukt von Kensick. Wobei er sich vollste Mühe gegeben hat, das Ding zu schrotten. Ihr seht die Symmetrie, da bin ich ausgerastet, da habe ich das Ding gegen die Wand gefeuert. Und da bleibt es jetzt auch schön stecken, weil es mir scheißegal ist, dieses Dreckding. Da oben ist das Teil, das wir in die Luft gesprengt haben. Langsam wird es hier zum Minenfeld, glaube ich. Also wirklich. Wir müssen auch noch Minenfelder anlegen und so ein Mist. Alter, das ist asozial. Alter, die Platte sieht man kaum, ne? Was machen wir denn jetzt? Wie lange nehme ich den schon wieder auf? Vielleicht nehme ich nur mal kurz auf heute. Okay, noch 5 Minuten kann ich ja noch. Da können wir ja oben weiter, da kann ich ja euch mal weiter berichten von Hardware-Dingen. Mit Software bin ich überhaupt nicht der richtige Ansprechpartner. Hardware. Ich habe nämlich die beste Hardware überall. Meine Grafikkarte ist ganz schön lang. Wer es nicht verstanden hat, der geht jetzt in die Ecke und guckt sich irgendwas Böses an. Guckt dir die Saw-Teile an, hier gut. Aber wenn es dir nichts bringt. Wenn du sie nicht hast, dann raubst du dir von deinem Geld. Habe ich hier so einen super Kommentar von einem Amazon Rezensenten, oder wie nennt man das, eine deine Rezension verfasst, einen Resonanten oder komm, ein Schreiber des Kommentares, der geschrieben hat: Hey Leute, die Grafikkarte Redon R980X hier, ne, die hat mein Sohn gekauft und er hat tatsächlich durch die Grafikkarte Viren bekommen. Überhaupt nicht zu empfehlen. Alle Eltern, die das lesen, sollten diesem Kind diese Grafikkarte verbieten. Und da habe ich gelächelt, als ich die Kommentare darunter geschrieben habe. Du solltest lieber mal gucken, wo dein Sohn hingeht mit dem PC, auf welche Seiten. Das ist ein Vollmeise. Ach, was denn für nette Kommentare kommen. Dann aber auch 6-mal das gleiche, gell? Wenn es einmal geschrieben ist, ist doch gut, da weiß man, dass es falsch ist. Und dann muss man das dann 6-mal schreiben. Gut, dass man sich aufträgt, dass es falsch ist, aber ist okay. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ich meine, ich habe mal hier beim PC, da stand irgendwas mit Blu-ray und habe ich geschrieben, ob der wirklich Blu-ray-Laufwerk hat. Dabei hat das irgendwas völlig anderes. Ich bin ja wie gesagt nicht mehr.
mittags oder abends. Morgens wäre schlimm. Morgens ist man nicht so fresh. Nicht eco-fresh, sondern fresh. So. Dann haben wir es ja jetzt bald. Oh. Das heißt ja eigentlich Volumen. Masse ist klar, aber Volumen 150 Liter. Energie 100% gut. Bei Survival geht die dann runter. Das müssen wir auch mal probieren. Survival einfach mal so ein paar Runden. Das würde mich ja mal interessieren. Ich habe jetzt doch eher Bock, dieses Infected da zu spielen mit diesen. Das machen wir dann nächstes Mal. Ich erinnere mich dran. Wenn nicht, erinnert mich in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Sonst vergesse ich das wieder. Das wäre ja simply the shittest. Worüber könnt ihr noch reden hier? Der Kenzig kriegt ja aber seine Superleitung und kann dann loslegen mit einem WoW Let's Play und weiteren Multiplayer spielen, weil ich bin zwar viel besser als er im Multiplayer. Das ist natürlich ganz klar. Aber er ist nun mal da. Ich bin eher so für die storylastige Sache und für sowas hier, das Dauerless Play, weil er überhaupt keine LAN hat, denke ich mal. Obwohl WoW ist ja auch so ein richtiges Dauer. Ich zwinge ihn dazu. Nein, ich zwinge ihn nicht dazu, er macht das aus freien Stücken. Zwinge. Nee, wirklich glaube ich auch nicht. Sollte den Ton ausstellen, der hat einem ja wirklich das Gemüt. Simply the best. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Raumstation und einem großen Schiff? Also ich meine, kann man an einer Raumstation jetzt keine Triebwerke befestigen? Ist das der ganze Unterschied? Da kann man es eigentlich auch klar lassen, oder? Das wäre auch mal diesen Schiff oder so ein Raumstationskonstrukt aus 5 Raumstationen, wo sich langsam im Kreis dreht. Das würde irgendwie cool aussehen. Mann, wir sind fast fertig. Yay. Ich will nicht wissen, wie viel dieser Klops allein wiegt. Ziehen wir das auf jeden Fall durch, weil wir haben das ja jetzt fast. So. Themen, über die man reden könnte. Viren, wir können über Viren reden. Wascht eure Hände, Leute, sonst sind wir alle am Arsch. Was ich auch mal lustig finde. Ah, nee, das sage ich jetzt nicht. Oh, das ist ja dann wieder böse. Oh, ich rede gerade wieder so schief zum Mikro, das ist super, da hört man mich wieder nur auf dem rechten Ohr. Was könnte ich erwähnen? Ich gucke gerade hier ein bisschen auf meinem Schreibtisch rum, aber mir fehlt nichts mehr. Duke Nukem, das Spiel, wo er so verkackt war eigentlich. Die Grafik war scheiße und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, ich wollte es nur noch durchhaben. Also mit Kacke zu werfen hat was, okay, aber dann die ganze Zeit ernsthaft und dann... Das ist so scheiße, mit dem Auto da rumgefahren so. Sorry. Der Multiplayer hat mir eigentlich gefallen. Der war dann wirklich nicht schlecht. Ich hätte gerne mal Duke Nukems Eltern gesehen, wie die aussehen. Ist es dann hier irgendwie Hulk Hogan und... Was fällt mir der Name nicht ein? Dwayne The Rock Johnson? Das kommt ja ungefähr hin, oder? Oh Gott sei Dank. Guckt euch die Platte an. So, setzen wir hier gerade mal so ein Ding drauf. Und gucken, was das Gewicht dieses Teils, wenn es denn da steht. Tranquil. 13.000 Tonnen? Wenn ich das hier richtig ablese. Gut, wahrscheinlich gar nicht. Naja, Julu. Nix Julu.
das Ding wird jetzt mit Strom versorgt. Lass mal lieber mal. Ich speichere und ihr speichert mal eure Gehirnzellen, sonst seid ihr nicht mehr auf dem Niveau hier, dieses niveauvollen Let's Plays. Wir sehen uns in der nächsten Folge.